Ja, herzlich willkommen zum Kongenial Videoblog. Heute machen wir mal ein Special über Longboard-Rollen. Wie ihr seht, gibt es 1000 verschiedene Rollen. Und ja, da werden wir euch heute mal die ganzen Unterschiede erklären. Ja, fangen wir an mit der Rollengröße. Klar, normale Skateboardrollen wie sowas hier, ne, die liegen so zwischen 50 und im größten Fall 60 mm. Wobei die normalen Skateboards alle so 52, 54 mm haben. Für ein Longboard natürlich völlig uninteressant. Da fangen wir eigentlich so erst bei knapp 60 mm, fangen wir da an. Das ist sowas hier für so einen sehr kleinen Mini-Cruiser oder irgendwie sowas geeignet. Ein Mittelmaß. Ist so 70 mm, das ist eigentlich so der Standard im Moment. Und dann geht es aber auch los bis 75 mm oder noch größer, 85. Und es gibt auch Rollen, die sind um die 100 mm. Kann man getrost weglassen jetzt, weil der Großteil der Rollen liegt irgendwo so um die 60 bis so 78 ungefähr. Und ja, hauptsächlich ist es eine 70 mm Rolle, die wir hier haben. Kleine Rollen beschleunigen etwas schneller. Und eine große Rolle hat halt eine etwas höhere Endgeschwindigkeit. Ich kann natürlich einfacher kleine Kanten überfahren, Steinchen oder so, komme ich leichter drüber. Also ein kurzes, kleines Board lässt sich gut beschleunigen und mit etwas größeren Rollen rollt es halt einfach besser und länger. Das ist eigentlich so der Hauptunterschied, den wir haben. Generell zur Größe ist natürlich zu sagen, es kommt immer auf das Brett an, was man hat. Es macht keinen Sinn, auch wenn es vielleicht geht, eine riesige Rolle auf irgendein normales Skateboard zu schrauben, aber dann ist das so hoch, das muss immer irgendwo im Verhältnis sein. Das kann man gar nicht generell sagen, was jetzt für welches Board am besten ist. Das ist echt persönliches Empfinden, das ist total subjektiv. Aber mit einer 70 mm Rolle bei einem Standard Longboard macht man eigentlich niemand falsch. So, das nächste Ding ist natürlich die Härte der Rollen. Auch so ein großes Thema jeden Tag hier im Shop. Generell kann man sagen, Skateboardrollen extrem hart, liegen alle so um die 98 bis 101A ungefähr, teilweise sogar noch ein bisschen härter. Oder auch die sogenannten Tech Slide Wheels, zum Beispiel die Earthwing Slide Rollen, die sind sogar 104 ungefähr, also knüppelhart, da geht gar nichts. Die meisten Longboardrollen liegen irgendwo so zwischen 78 und 85A. Es gibt auch noch weichere. Aber irgendwo hört es dann halt auch auf, Sinn zu machen. Eine weiche Rolle hat halt sehr viel Komfort, sehr viel Grip. Und desto härter die Rolle wird, desto schneller wird sie einerseits, aber desto rutschiger natürlich auch. Das heißt, es kommt immer so ein bisschen aufs Körpergewicht an. Man muss halt gucken, ja, wo man Bock drauf hat oder worauf man Wert legt. Das kommt halt immer darauf an, ein bisschen, was man machen will. Und die Härte wird in einer Art Schore gemessen, nennt sich. Das ist eine Einheit. Wir haben hier natürlich so ein schönes Messgerät, weil nicht immer stimmen leider die Angaben von den Herstellern. Das ist immer so ein bisschen plus minus 1 bis 2A. Bei manchen Herstellern ist es sehr genau, aber wir wissen halt auch von einigen, da stimmt das eigentlich nie, was auf der Rolle steht. Und deswegen haben wir so ein schönes Messgerät hier. Und da können wir das halt mal ausprobieren. Zum Beispiel eine ABEG 11 Big Six. Soll 78A haben, wenn ich die messe, dann liegt die auch ziemlich genau, so ein halbes A hoch oder runter, je nachdem, wo ich drücke. Und das ist schon sehr, sehr genau, würde ich sagen. Und ja, das ist eigentlich das Hauptding. Zum Sliden nimmt man natürlich eher ein bisschen härtere Rollen, weil klar, wenn ich sliden will, muss das Ding wegrutschen. Und beim Downhill hat man eher ein bisschen weichere Rollen, weil durch den Speed sliden die Rollen natürlich auch, aber in den Kurven will ich trotzdem Grip haben. Und das ist eigentlich so das Hauptding. Ja, die Form der Rolle ist natürlich auch sehr entscheidend. Fangen wir dann mit den Skateboard-Rollen. Die sind immer symmetrisch, sehr abgerundet, weil beim Skateboard brauche ich einfach keinen Grip. Die sind eh sehr klein, da macht das nicht wirklich einen Unterschied. Und der Hauptunterschied ist eigentlich der, es gibt sehr, sehr breite Rollen mit einer geraden Kante und einer recht dünnen Lippe. Die haben extrem viel Grip. Wohingegen sowas hier, was hier ein bisschen breiter ist und leicht abgerundet ist und etwas schmaler ist im Ganzen, natürlich viel, viel weniger Grip hat und somit sich viel, viel einfacher sliden lässt. Das ist so eine sogenannte Freeride Slide Rolle, was auch immer. Und sowas ist halt eher eine Downhill Rolle oder wird auch zum Slalom genommen, wo man halt wirklich eher Grip braucht. Die sliden natürlich auch, aber man braucht halt viel höhere Endgeschwindigkeit. Deswegen wird sowas eher bei Downhill-Rennen gefahren. Sowas ist hier ist dann natürlich so ein Mittelding.
breite Lauffläche, aber leicht angefasst, ist dann so ein Allround-Ding. Aber im Großen und Ganzen kann man halt sagen, breite Rolle, sehr dünne Lippe, sehr viel Grip und etwas schmaler und leicht abgerundet, hat weniger Grip, also einfacher zu sliden. Das ist eigentlich das Hauptding. Ja, als nächstes kommen wir zum Material der Rollen. Das ist ein sogenanntes Polyurethan auf Mineralbasis. Ist ein Kunststoff. Die genaue chemische Zusammensetzung kann ich euch auch nicht erklären. Da müsst ihr mal bei Wikipedia gucken. Aber das ist so das Hauptwort dafür. Und es gibt halt bei Skateboardrollen oder speziell bei Longboardrollen gibt es halt je nach Hersteller verschiedene Mischungsverhältnisse, sodass eine Rolle eher auf Grip ausgelegt ist oder eher zum Sliden gedacht ist. Und den Unterschied kann man ganz gut bei den Abeg-11-Rollen erklären. Es ist ein und dieselbe Rolle, es ist beides mal zum Beispiel die Big Six, aber einmal gibt es den sogenannten Reflex-Urethan, extrem langlebig, extrem viel Grip, wurde mal vor 4-5 Jahren für diese ganze Slalom-Szene entwickelt, weil da muss man einfach ohne Ende Grip haben. Und dieselbe Rolle gibt es aber auch in dem klassischen Urethan, was vom Speed her nahezu ähnlich ist, aber am einfachen ein bisschen eher slidet und somit habe ich mehr eine Allround-Rolle, die halt eher so ein bisschen Downhill geeignet ist. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied. Als nächstes kommen wir zu der Oberfläche der Rolle. Es sorgt in den letzten Monaten auch immer für viel Gesprächsstoff hier im Laden. Weil einmal gibt es die klassischen Rollen, die es immer war, mit der sogenannten Glanzschicht. Und dann gibt es jetzt bei speziell den ganzen Freeride Slide Rollen mit so einer angerauten, gesandstrahlten Oberfläche. Das hat den Vorteil, dass die am Anfang, wenn die noch nicht eingefahren sind, etwas leichter sliden. Das ist der einzige Unterschied. Bei vielen Rollen, nach 3-4 Slides, ist es genau gleich. Also darf man auch nicht zu viel überbewerten. Aber die ersten Slides sind mit so einer Rolle etwas einfacher. Und das sieht man ganz einfach, wenn man die hier über die schöne Glasplatte mal schiebt. Dann ist diese hier viel, viel einfacher. Und so also eine mit der Glanzschicht, die stottert halt viel, viel eher. Ne? Und das ist halt, was den Unterschied beim Sliden halt ausmacht. Was über den Kern der Rolle erzählen, also wo die Kugellager drin sitzen. Viele etwas günstigere Skateboardrollen haben überhaupt keinen härteren Kern, braucht man nicht wirklich, weil die Rollen sind hart genug, kann man die Kugellager so reindrücken. Bei Longboardrollen muss man allerdings einen Kunststoffkern haben, wo die Kugellager drin sitzen, weil sonst würde die Rolle wegbrechen, wenn wir keinen hätten. Und da gibt es halt drei verschiedene Arten, wo sitzt dieser Kern in der Rolle. Fangen wir an mit der Sideset-Rolle. Kugellager sitzen komplett außen, also quasi bündig. Hat folgende Eigenschaft, diese Rollen sliden extrem gut, aber haben den Nachteil, weil eine Rolle fährt sich immer da ab, wo die Kugellager sitzen. Dadurch, dass die außen sitzen, wird diese Rolle sehr schnell sich konisch abfahren und somit ist die nicht so langlebig, aber slidet sehr gut. Dann gibt es die nächste Variante, eine Center-Set-Rolle. Center, ganz klar, heißt, Kugellager sitzen genau in der Mitte. Diese Rollen haben etwas mehr Grip, aber sollte die sich ein bisschen schräg abfahren beim Sliden, kann ich die einfach rumdrehen auf meinem Board und somit kann ich die viel, viel länger runtersliden und somit habe ich etwas länger Spaß daran. Aber sie haben auch einen Hauch mehr Grip. Und zu guter Letzt, was eigentlich die meisten Rollen sind, eine sogenannte Offset-Rolle. Das heißt, der Kern ist nicht genau in der Mitte, aber auch nicht außen, sondern ein bisschen versetzt aus der Mitte raus. Und somit habe ich so ein Allround-Ding, sage ich mal so, aus Grip und Slide. Und das sind eigentlich die meisten Rollen, die im Moment auf dem Markt sind. Was jetzt genau das Beste ist, kann man gar nicht genau sagen. Der eine so, das muss man ein bisschen ausprobieren. Aber mit so einer macht man eigentlich nichts falsch. Ja, und zu guter Letzt gibt es natürlich noch verschiedene Kernarten. Zum Beispiel sowas hier. Der Kern ist ein bisschen größer. Das heißt, ich habe ein bisschen weniger Urethan, etwas mehr Kern. Macht die Rolle im Ganzen etwas härter und slidet sich somit etwas einfacher, weil ich einfach etwas mehr Gegendruck habe. Oder hier, wie bei der Seismic zum Beispiel, so einen ausgehöhlten Kern. Sieht sehr schön aus, macht die Rolle ein bisschen leichter noch. Aber hauptsächlich ist es meiner Meinung nach eine optische Sache und hat nicht wirklich den Riesennutzen. Aber sieht halt toll aus. Ja, da sind wir schon wieder am Ende mit unserem Videoblog. Ich habe jetzt einfach mal ziemlich frei Schnauze hier geredet. Und Zusammenfassung kann man halt sagen, für Anfänger eine Rolle um die 78 bis 80A kann man nichts falsch machen und wenn man sagt, ja, ich will das mit dem Sliden noch mal ein bisschen ausprobieren, dann nimmt man halt eine Rolle, die ein bisschen abgerundet ist, aber die nicht zu hart ist und dann hat man eigentlich ein schönes Allround-Ding und der Rest muss man einfach probieren, weil es gibt einfach nicht die perfekte Rolle.
Jeder hat da seine eigenen Vorstellungen und man kann nicht sagen, das ist das Beste, das ist das Beste. Man muss es einfach ausprobieren. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Passt.